Go! Joris hat den Ton angegeben. Wir sind hier am Open Air St. Gallen. Refuse, also eine Punkband, ist voll laut am Spiel. Aber wir machen hier jetzt ein kleines Interview, gell? Es ist total laut, ne? Jetzt gerade geht's. Jetzt uns zuliebe haben sie jetzt ein bisschen aufgehört, ne? Okay. Danke, merci, Refuse, alles gut. Aber hey, dein Auftritt vorhin war toll, oder? Hast du ihn genossen? Mega, ich ja. hab's sehr genossen, ja. Endlich auch mal ein bisschen spielen zu können, ne? Ja, letztes Wochenende war so ein bisschen weniger los. Ja. Southside hätte ich spielen dürfen, abgesagt, Hurricane abgesagt, aber das Donauinsel in Wien hat funktioniert. Wenigstens, klar, aber das ist schon ein bisschen hart, nicht? Ich glaube, du hattest voll Bock auf Southside und Hurricane, nicht? Auf jeden Fall, aber das sah ungefähr so aus wie deine Schuhe. Ja. Das ist so die Repräsentation von deinem Festival dazu. Gut, aber du hast voll Bock auf... Ja, das... Alles ein bisschen zusammenbrechen, ja? Aber du hast voll Bock auf die Festivals, ne? Hab ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Große Bühnen, viele, viele Leute, die wie hier auf jeden Fall Bock haben, mitzusingen, zu tanzen und einfach gute Laune haben, ja. Das ist schön, das ist gut. Bist du selber so ein Festival-Typ? Ja, nein, vielleicht? Ich habe früher gerne mir ein bisschen Festivals angeschaut. Mittlerweile ist es halt so, man kommt nicht mehr wirklich dazu, jetzt das ganze Wochenende irgendwo zu sitzen, aber ich darf natürlich viele Festivals sehen. Heute Abend Radiohead, an Mike Kantereit spielen gleich. Ich freue mich total auf dich. Ich habe dich noch nie live gesehen, aber von dem haben wir... Ist gut. Cool. Aber früher warst du schon auch so mit dem Zelt und so draußen auf dem Festival? Unter anderem, ja. Unter anderem. Cool. Aber wie ist das jetzt so für dich? Du bist ja wirklich hardcore fast jeden Tag irgendwo unterwegs. Sie hat das nicht so ein bisschen an der Psyche oder auch physisch so ein bisschen? Physisch. Also siehst gut aus, wie Danke. also ich muss sagen, ich habe es mir immer gewünscht. Es ist trotzdem so, dass ich jetzt mittlerweile das zweite Jahr in Folge ununterbrochen unterwegs bin. Natürlich ist es so, dass ich weiß, dass ich bis Oktober jetzt spiele und danach sicherlich irgendwann nochmal Urlaub machen werde. Aber ich muss sagen, es ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Es ist mega geil. Ich darf sehr, sehr viel sehen von Europa, von der Schweiz, von der Schweiz. Und richtig. Viel Schoki essen. Und viel Schoki essen, genau. Ja. Hier in St. Gallen ist es so, dass die sind total bekannt für ihre Bratwürste. Ist es so? Richtig, richtig bekannt für ihre Bratwürste. So. Das weiß ich schon. Man isst sie, Achtung. Achtung, ja. Man isst sie ohne Senf. Genau, ich glaub's. Ja, ohne Senf, genau. Die sind ohne Senf. Erbost, wenn man sie nicht mit ohne Senf, oder? Ja. Ja. Der Promo-Dude ist St. Galler, darum hat er sich selber sehr gut darüber. Er hat es mir mal erklärt. Und man isst sie aber, glaube ich, in Zürich wieder mit Senf oder genau. so, ne? Das ist der große Unterschied. Zürich, hey. Ja. Ja, kann sich eigentlich gleich hier wohnen kommen. Das ist ich kann so eigentlich der, gleich einen Bratwurststand aufmachen. Ja, das ist so eigentlich der Einbürgerungstest der Schweiz. Okay. Mit Senf oder ohne Senf und dann geht das schon. Ich bin sehr beeindruckt. Ja, ich auch, total. Wie einfach das hier alles ist. Es ist alles so unkompliziert. Man muss einfach nur Senf oder nicht Senf haben. Ja. Das ist aber hier das die Frage. Leben ja, das Leben ist ja so einfach. Nicht Senf oder nicht Senf, oder? Das sind die einfachen Was Fragen. Ist bei dir Senf dann in dem Fall? Nee, ohne Senf. Im Fall. Echt, ja? Ja, dann bist du aber keine gute Zürcherin. Ich bin so ein kleiner kulinarischer Rebell, der jetzt einfach mal auf Senf verzichtet. Kulinarisch bei Bratwurst. Genau. Was ist hier sonst jetzt noch so passiert auf dieser Festivaltour? Vieles. Ich glaube, man erlebt halt viele Dinge. Letztes Wochenende halt die etwas traurigeren Dinge, wo man nicht spielen darf. Schade, ja. Aber ich glaube, es gibt unglaublich viele wunderschöne Momente, wie heute bei einer ruhigen Ballade, haben sich alle hingesetzt und sind am Ende, als es losging, alle aufgesprungen. Es gibt also Abend für Abend Momente, die man nicht vergisst. Ich habe hier in der St. Gallen schon mal in der Kugel gespielt, auf der Tour. Auch das war sehr, sehr schön. Es war viel kleiner als heute und trotzdem gute Laune, gute Stimmung und alles gut. Was ist denn so, deine Ambition? Wohin will man als Jurist? Was will man machen? Was will man erreichen? Man will einfach Spaß haben, an Musik machen. Einfach Spaß machen. Aber kommt da nicht manchmal auch so eine... Also Spaß machen, das ist ja sehr einfach gesagt. Was gibt es da nicht nachher noch so Hürden, die man... So Hürden, die man überwinden muss, ist ja... Es gibt ja immer so Sachen, die einen in den Konflikt geraten, sozusagen. Also ich glaube, es ist halt kein Fußballmusik. Es ist ja nicht so, dass man gewinnen muss oder unentschieden spielt oder verliert, sondern Musik machen bedeutet, dass man das macht, was man wirklich machen möchte. Und entweder man hat Glück und die Leute interessieren sich dafür oder man hat kein Glück, so wie bei mir die 19,5 Jahre davor, wo ich Musik mit der gleichen Leidenschaft gemacht habe und aber niemanden erreicht habe. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich damit. Okay, sehr schön. Und zwar sowohl davor als auch jetzt. Okay. Fußball für dich ein Thema? Heute Abend ja. Ja, gell, heute Abend. Wo guckst du es? Hier oder wo bist du? Oder wir werden es hier oder im Tourbus schauen, ja. Okay. Mal schauen. Aber ich glaube, hier gibt es ein Public Viewing. Ja, die haben hier alles bereitgestellt für den... Also du bist voll Fußballfan? Eigentlich nicht, aber heute Abend spielt Deutschland gegen Italien. Okay. Ja. Bist du sonst irgendwie so sportinteressiert? Sieht man das nicht? Hey, natürlich. Bist du so Gym? Ich bin schon eher so ein Gym. Also bis jetzt habe ich noch nicht so oft gesagt, aber ich gehe natürlich oft trainieren. Und natürlich. Pumpen, wie man so schön sagt. Ja.
Also, okay. Ich wiege ja nicht umsonst 99 Kilo. Okay, alles klar. Aber was sind so die nächsten, also du bist jetzt bis Oktober unterwegs, vor allem in Deutschland, oder? Du legst jetzt voll, also so in Deutschland bist du jetzt hart unterwegs, oder was steht noch alles an bei dir? Gurten kommt hier noch in der Schweiz, ansonsten Österreich, Luxemburg, ja. Deutschland, also alles, wo die deutsche Sprache ein wenig oder mehr oder weniger stattfindet. Und ja, ich darf sehr, sehr viel sehen, das macht mich sehr glücklich. Und in Deutschland sind es sehr viele Festivals. Ich weiß nicht, ob man mich überhaupt noch hört. Ich glaube schon, aber, unsere Mikrofone sind stark genug für das Ganze hier. Ja, ich muss mich entschuldigen, ich höre mich selber nicht mehr. Aber Refuse geht gerade relativ gut ab. Ja, ist es so dein Style? Also, das ist mein Style. Ich bin jetzt richtig so hart Punkrock am Machen, so. Ist das so dein Style? Rhetorische Fragen sind die besten Fragen. Ja, nee, natürlich, ich meine... Du machst das Singer-Songwriter, aber es könnte ja auch so deine Art Musik sein. Ich mag jede Musik, die mich irgendwie berührt. Ah, wirklich? Ja. Sehr schön ausgedrückt. Also, ist so. Ja, das ist total schön gesagt. Aber siehst du dich jetzt so dort drin, auf der, inmitten des Schlamms, dich pogen so mäßig? Ich sehe mich hier gerade ein semi-gutes Interview führen. Aber würdest du dich, kannst du dich so dort sehen, das machen? Würdest du, kannst du das pogen? Ja, bist du so ein Typ, der jetzt auch mal pogen geht? Eigentlich nicht. Gar nicht. Du? Das wäre jetzt so eine semi-gute Sache, wenn wir jetzt pogen gehen würden. So. Sehen Sie gleich, nach der Werbung. Nach der Werbung, ein bisschen pogen dort im Schlamm drin. Nee, ich glaube, wir sind doch so mehr die Menschen, die einfach so ein bisschen hinten gemütlich chillen, die Musik so genießen. Aber jetzt ich stehe schon gerne mittendrin, aber beim Pogen im Schlamm muss ich jetzt nicht unbedingt mit dabei sein. Nee. Was wäre so ein Festival, was wäre so ein Konzert, das du noch sehen willst, so ein Künstler? Radiohead nachher. Aber also nebst Radiohead, was sind so Künstler, die du sagst, die will ich noch sehen in meinem Leben? Also wann immer gute Musik rauskommt. Also ich habe viele Musik schon gesehen. Das Schöne ist ja an Festivals, dass man nicht alleine spielt, sondern dass man auch mit diesem Pass, den man dann ja hat, auch einfach alle anderen Bands anschauen kann. Ja. Ich freue mich nachher auf Anne-Mai Kantereit. Die habe ich das letzte Mal vor einem Jahr gesehen. Geile Band. Ja. Ich freue mich auf Radiohead. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Habe ich noch nie live gesehen. Bin sehr gespannt. Mumford & Sons spielen wir dieses Jahr noch. Rammstein. Gibt es sehr, sehr viele Bands, die ich auf jeden Fall noch anschauen werde. Das ist auch neben allen den coolen Größen, nicht? Das ist recht krass. So im neben nicht, Line-up, aber vor. Aber nicht, weißt du, im gleichen Line-Up zu stehen wie so richtig gute Bands, ist doch ja, schon eine geile Geschichte. Auf jeden Fall. Es ist ja. Sehr, sehr schön, ja. Sehr schön. Wenn du ein eigenes Festival zusammenstellen könntest, wer wäre dort so drauf auf dem Line-Up? Da wäre mit dabei Radiohead, Mumford & Sons, Casper. Echt gut Fettes Brot würde ich wirklich schauen. Ja. Aber ich habe dieses Line-Up ja schon gemacht. Nee, aber jetzt ernsthaft. Was ich weiß es nicht. Ich mag sehr, sehr viele Künstler gerne. Okay. Ja. Eigentlich, gut. Es gibt auch, das Schöne ist ja, man kennt viele Künstler von einer Platte oder aus dem Radio. Ja. Und live ist ja immer nochmal was komplett anderes. Aber das finde ich das so das Schöne, weil man hat einfach so eine. Man geht hin und man weiß schon, es kommt jetzt das Lied und so, aber man hat überhaupt keine Ahnung, wie das jetzt präsentiert wird und wie das gespielt wird. Und das finde ich so eine schöne Faszination. Und es passiert ja auch viel, wenn das Publikum so und so abgeht, dann wird es immer sehr, sehr besonders auf jeden Fall. Gibt es für dich so Überraschungsmomente auf der Bühne? Jede Menge. Wie eben schon gesagt. Ja. Wenn ich am Klavier sitze bei Bittersüß wie heute und die Leute setzen sich auf einmal alle hin, dann... Ist es nicht gängig? Passiert es nicht immer so an Festivals? Noch nie. Wirklich? Also ja. Das ist total schön. Ja, das ist immer, irgendwas anderes ist immer und das ist das, was besonders macht. Das ist doch wunderschön. Sonst wäre es ja langweilig. Total. Sonst würdest du es ja nicht machen, oder? Nee. Wahrscheinlich nicht. Wirklich? Also wenn es irgendwie jeden Tag das Gleiche wäre, dann würde ich es auf keinen Fall machen. Nein. Okay, aber man sagt ja, man lebt ja für die Musik und macht das ja auch sehr für die Musik. Aber Musik lebt davon, dass sie so ist, wie sie in dem Moment passiert und nicht, dass sie auf Play gedrückt wird und das war's. Okay, das stimmt, da gebe ich dir total recht. Aber wir müssen jetzt leider Schluss machen. Uns wurde per Handzeichen mitgeteilt, dass wir gehen müssen. Schade! Total schade! Wir schieben es jetzt einfach auf den St. Galler, ist gut? Auf den St. Galler. Auf die St. Galler, tschüss, danke. Merci, au revoir.